Hallo und ein wunderschönes herzlich willkommen zu unserer nächsten Kreuzworträtselrunde. Nachdem ich letztens meine Kreuzworträtselrunden-Videos ja auch mal endlich veröffentlicht habe, habe ich schon sofort Kritik, knallharte Kritik zu hören bekommen. Aber ich nehme mir ja natürlich knallharte Kritik von Leuten, die rummeckern, sehr zu Herzen. Nein, Quatsch. In den Kommentaren hat jemand ein paar konstruktive Vorschläge gemacht, wie man doch am besten noch, was man noch verändern könnte an dem Ganzen. Und zwar waren da halt ein paar Punkte dabei, denen ich mich jetzt tatsächlich gewidmet habe. Zum Beispiel, dass der Mauscursor unterscheidbar sein soll vom Mauscursor des Anschauenden, weil derjenige sonst Probleme hat, das auseinanderzuhalten. Das Beste, was ich machen konnte, ist, meinen Mauscursor zu ändern. Ansonsten habe ich auch andere Sachen probiert, die im Video gar nicht angezeigt werden. Dementsprechend, das muss jetzt erstmal damit reichen. Außerdem wurde angemerkt, dass doch das Lösungswort bei dem Lösungswort-Kreuzworträtsel bitte eingeblendet werden soll. Und dementsprechend ist da jetzt gerade so ein weißer Balken da unter mir. Und ja, das sind die Neuerungen für diesmal und werden wahrscheinlich dann so auch weitergehen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall würde ich jetzt langsam mal mit dem Kreuzworträtsel anfangen, denn das ist das, wofür ihr hier seid, nicht wahr? Nein, schon gut. Gucken wir mal. Ein Akt. Ja, ist etwas, wo man Fotos machen kann, zum Beispiel Aktfotos. Kein einziges Mal heißt N-I-E. Genau. Die Dorfwiese, wissen wir natürlich alle, ist ein Anger. Eins dieser Worte, bei denen ich schon mal irgendwo sagen musste, ach, warum weißt du das denn nicht? Es fehlt doch nur noch ein Buchstabe. Aber ist ja auch trotzdem verständlich, dass nicht jeder dieses Wort kennt. Abschiedsgruß. Ade oder bei? Huch. Warte mal. Ja, ade ist es anscheinend. Zahl ist... Moment mal. Ich wusste, das kommt mir bekannt vor. Oh Mann. Eine Autovariante mit drei Buchstaben ist ein SUV. Nein. Nein, das gibt's doch nicht. Oh Gott. Ich werde mal unter diesem... ich werde mal verlinken auf ein Video von PietSmiet anscheinend. Das ist ja wirklich, also ich bin da völlig verstört gerade, wie es nämlich aussieht, ist dieser Teil schon mal genau dasselbe, wie in einem PietSmiet-Video war, Pflaumenfedern. Ich versuche gerade wirklich drauf zu kommen, ist das genau dasselbe Rätsel oder ist hier zufällig gerade... Es kommt mir gerade sowas von gleich vor. Aber andererseits, nee, die griechische Vorsilbe für fern ist, glaube ich... Also, das... Ich weiß, die hatten auch mal eins, wo sie vier eintragen mussten. Und dann, wo hier eine Etüde war und sowas. Ich hoffe trotzdem, dass es... Also, ich glaube, es ist nicht ganz dasselbe. Aber es kommt dem sehr nahe. Ich werde das Video trotzdem mal verlinken. Schalterstellung. Ein. Natürlich. Kfz-Zeichen, Mittenberg. Der Brotkörper ist ein Leib. Und da weicht es doch wieder von dem anderen ab. Aber hier unten Etüde, das war schon definitiv mal in diesem Bereich. Bei einem Video, das ich gesehen habe. Zupfinstrument. Ja, das ist dann wohl die Leier. Und den Akt habe ich immer noch nicht, aber erklären kann ich mir eine Sache. Aber da war Anger auch so nah dran. Aber ich weiß nicht, ob das an der Etüde mit dran war. Da bin ich nochmal ganz gespannt. Aber es ist definitiv, es ist ein anderes Kreuzworträtsel. Wenn ich jetzt so weiter gucke,
gibt Unterschiede. Aber eine Spöttelei, das weiß ich auch, das war... Nee, oder das hatte ich selber. Eine gelbe Blume. Das könnte ja alles Mögliche sein. Sonnenblume, Löwenzahn. Blöd. Keifen weiß ich auch noch nicht. Gesteinsmassiv könnte ein Berg sein, aber ist gar kein Berg. Ach nee, ein Fels könnte das auch sein. So wird das etwas. Ein Akt ist dann eine Szene. Keifen. Meinen die damit sowas wie Geiern oder so? Weiß ich noch nicht. Fete haben wir erstmal. Kleines Feld im Garten ist natürlich Beet. Keifen zetern? Aha. So, so. Blöd. Kommt drauf an, wie es gemeint ist. Könnte auch übel gemeint sein. Wissen wir noch nicht. Ein Leitsatz. Also Pflaumenfedern sind erstmal Daunen. Und der Ei ist das Faultier. Ja, ja. So. Baumprachtstraßen sind die Alleen. Natürlich. Galgenvögel. Der Matrose. Frauenkurzname könnte Ela, Ulla, also Ulla wird eigentlich mit doppelt, Doppel-L meiner Meinung nach geschrieben. Ach und Kfz-Zeichen mit Miltenberg, ah, okay. Ja, und hier haben wir die Milbe, nein, Das Gebiet ist das Areal. Galgenvogel ist mir gerade noch nicht... Ah, okay, dann ist das wirklich Ela. Und das ist der Seemann. Galgenvogel ist dann Rabe. Eine Kykladeninsel. Oh Gott, ich weiß noch nicht mal, was Kykladen sind. Klingt auf jeden Fall ein bisschen wie was zu essen. Eine Grasfläche könnte schon wieder Anger sein. Nee. Beinahe ist wahrscheinlich fast, ja. Der Leitsatz. Ich habe so. Es liegt mir auf der Zunge. Noch nicht. Grasfläche ist Rasen. Ja. New Age Band. Nee, das wäre es auch, wenn das Aha gewesen wäre. Arabischer Staat mit ausgerechnet nur 4 Buchstaben. Ein arabischer Staat. Nicht arabisch für Staat, sondern... Ich probiere mal jetzt erstmal übel. Es ist nicht übel. Ja, es kann ja nämlich auch etwas blöd laufen und dann ist es irgendwie übel, aber hier ist wohl debil gemeint. Okay. Gelbe Blume. Welche Blumen sind denn noch alle gelb? Das Gänseblümchen. Stiefmütterchen gibt es auch in gelb. Aber die muss ja mehr oder weniger... Nein, es ist nicht Kia, es ist Kea. Aha. Oh je. Okay, die Spöttelei. Die Spöttelei. Oh wei, oh wei.
ist doch nicht etwa wieder die Ironie? Ja. Und der Leitsatz ist dann die Doktrin. Na bitte, man hat's doch bald. Ach, und dann haben wir jetzt auch den arabischen Staat. Ja, ja, ja. Da, 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 da. Ich muss sagen, ich habe... Okay. Ich rate hier mal einfach. Ära. New Age Band. Ära. Okay. Ist denn... Ist eine Seerose... Also ich vermute mal, es ist... Okay, es ist keine Seerose, es ist eine Teerose. Interessant. Wir sind auf jeden Fall durch und es ging vergleichsweise gut, also mit vergleichsweise wenig Raten. Dementsprechend würde ich ja gleich mal zum nächsten übergehen. Da war ja auch jetzt gerade kein Lösungswort dabei. Und hier schauen wir uns mal an, das Lösungswort, ja, passt genau so, dass man das da sehen kann. Okay, dann könnt ihr ja gerne mal am Lösungswort mitraten. Englisch Karte, könnte Map sein, aber hier ist gemeint die Card. Mhm. IT, gibt es auch einen deutschen Begriff dafür, die elektronische Datenverarbeitung. Und Quad-Abkürzung. Ja, ich weiß, was damit gemeint ist. Ist das ein RTV? Nee. Was mit TV? Genau. QTV? Ich überlege gerade, wie hieß denn das? Ah, ich habe das so vor mir aus irgendwelchen Spielen, in denen man solche... den man halt sowas hat, ATV war's, genau, das war das. Eine Nation ist ein Staat. Ich könnte natürlich jetzt, also ich mache jetzt erstmal so, ich viertel erstmal und zwar beginne ich mit dem oberen rechten Viertel. Elegant, schick, ist ja richtig schick. Ein Farbmodell, HSI, ja, beziehungsweise auch als HSV bezeichnet. Ja, Farbverschiebung, dann, also habe ich auch schon benutzt selber beim Programmieren dieses HSI oder HSV-Modell. Es gibt auch noch das RGB-Modell, bei dem man einfach nur Rot, Gelb und Blau. Vorsicht, nicht die Ampelfarben Rot, Gelb und Grün miteinander mischen kann. So, italienischer Philosoph ist mir gerade noch nicht bekannt. Tagesabschnitt könnte der Abend sein. Ja, ist es auch. Heiltrank. Hm. Salbei-Tee ist ein Heiltrank. So, so. Ja, sollte ich mal immer in meinem, das Glückssymbol ist immer noch Klee, in der Höhle. Noch nicht. Das ist der Sabbat. Kann man sogar als ganzes Jahr mittlerweile nehmen, dann ist das ein Sabbatjahr. Na, aber man kann auch, es reicht auch manchmal der eine. So, übrigens habe ich letztens erfahren, dass, glaube ich, irgendwann im 19. Jahrhundert oder so der Montag als Anfang der Woche in Deutschland eingeführt wurde. Vorher war es dann eben auch der Sonntag, mit dem die Woche begann. Jetzt endet er damit, endet sie damit. So, ich habe da so immer einen Blick drauf, wie stark der Ausschlag in meinem Mikrofon ist und der ist gerade sehr hoch tatsächlich.
Also sollte ich mal leiser sprechen, beziehungsweise das Ganze mal runterstellen, aber erstmal, also sieht es jetzt wieder gut aus. Tagesordnung ist ein Tagesplanzeug. Kurzform von Gerhard ist natürlich der Gerd. Ich möchte am liebsten schon jetzt rausfinden, was das Lösungswort ist. Okay. Ich versuche mal das Lösungswort bereits zu erraten. Indem ich ein paar Worte mir angucke. Okay. Ja, wir kommen der Sache näher. So, okay, bin noch nicht ganz dabei, aber ich würde mal behaupten, hier, also da kommt ein C hin, nee, da kommt ein K hin, da kommt das hin, 3 ist ein C, soweit ist das so. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das bisher so aussieht. Wir haben hier auch noch ein Spielplatzgerät. Okay. Ja, dann weiß ich, was es ist. Es ist Backpulver. So. damit haben wir das Lösungswort schon. Entschuldigung, falls ich euch das vorweggenommen habe. Und der hier war Dante. Das ist nämlich die Achse. Deswegen bin ich hier auch auf das C gekommen, tatsächlich. Dann ging es nur noch darum, was kommt denn hier mit rein? Das ist nämlich die Fahrkarte. So, dann machen wir mal den Frisbee zu Ende. Lebensart. Machen wir noch nicht. Das ist die Fauna. In der Höhe. Oben. Das ist A. Fasson ist Lebensart. War jetzt sogar ein bisschen geraten. Aber es klang so. Vor allem ist es komisch, weil ich das eher mit dem Friseur in Verbindung bringe. So, ungefähr, circa. Mal sehen, was haben wir noch so? Rest im Glas. Der Rest im Glas. Rückstand, nee. Vorname der... Ach, der Mutti, nicht der Mutti. Italienisch Tonsilbe. Italienische Tonsilbe La. So, männlicher Artikel ist ja wohl der. Persönliches Fürwort ist er. Ziffernkennung. ID natürlich. Sich aufwärts bewegen. Ja, fliegen geht nicht schon mal. Kosmetikartikel, das wäre doch auch mal was für mich. Also auf jeden Fall haben wir hier erstmal den Erlkönig. Ah, ja, jetzt ist mir auch langsam mal eingefallen, was die Tagesordnung war. Glücklicherweise. Komme ich noch nicht drauf. Wundsekret ist, das ist eine gute Frage. Wundsekret, Eiter oder so.
Ja, das war das auch. Was ist denn ein für ein Kosmetik? Ein Gel? Also das wäre jetzt ein bisschen komisch, wenn damit Gel gemeint ist. Okay, das könnte die Dehnung sein, ja, ja. Rest im Glas. Weiß ich immer noch nicht. Grenzübertritt ist übrigens dann die Einreise. So. Die Saugröhre. Ah ja, natürlich ist die Pipette. Ach so, jetzt verstehe ich auch, was das Bindewort ist. Je desto. Uiuiui. Uiuiui. Das ist, also sich aufwärts bewegen ist immer noch. Ist mir gerade immer noch. Es hängt irgendwo ganz hinten drin. Ganz hinten hängt das irgendwo drin. Ach ja, übrigens, wir sind ja noch hier bei der Wippe gewesen. Ungefähr war etwa. So. Sich aufwärts bewegen. Ganz eindeutig, es ist ein Name. Steffen. Der Kosmetikart. Steigen. Also ist das wirklich das Gel? Ah. Neige. Das weiß ich tatsächlich nicht. Wie die jetzt heißt, die Muti? Ortella? Ofella? Orella? Orsella? Ornella. Ornella Muti. Schönen Dank an Ornella Muti dafür, dass es sie gibt. Damit sie in einem Kreuzworträtsel auftauchen kann, bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Ich bin auch wieder mal sehr, sehr dankbar dafür, dass ihr dabei wart, wie ich das Wort Backpulver rausgefunden habe. Ja, und es war schön, euch wieder dabei gehabt zu haben. Wir sind wieder so knapp über der 20-Minuten-Marke. Guter Schnitt und ja. Damit würde ich sagen, wir haben es mal wieder hinter uns gebracht. Bis zum nächsten Mal, auf jeden Fall. Und ich hoffe, ich konnte mehr oder weniger die Kritik ein wenig, also die an mich gerichtet war, konnte ich adressieren. Und wenn nicht, ja, kritisiert weiter, beleidigt mich zur Not, bis ich es mache. Ich kann das ab. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.